Ja, guten Morgen, liebe Piratinnen und Piraten. Herzlich willkommen zur Aufstellungsversammlung für unsere Europaliste. Diese Versammlung findet statt am Anfang des Jahres 2014, ein Jahr, das für die europäische Politik extrem wichtig wird und extrem spannend, aber auch für die Piraten. Das Jahr hat damit begonnen, dass seit 4 Tagen die Menschen aus Rumänien und Bulgarien endlich im gesamten Gebiet der Europäischen Union sich frei bewegen dürfen. Eine richtige, vollständige Freizügigkeit erhalten, inklusive Arbeitnehmerfreizügigkeit. Endlich dürfen sie das, was für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger selbstverständlich sein sollte, ihre Rechte auch wahrnehmen. Und damit füllen sie die Idee Europa ein Stück weiter mit Leben. Lasst uns das als Anlass nehmen, daran zu denken, was die Europäische Union ist. Europa ist ein Projekt der Integration. Europa ist ein Projekt des Friedens. Aber Europa ist auch ein Projekt der Regierung. Europa ist ein Projekt, das davon lebt, dass es von uns gemeinsam gestaltet wird. Lasst uns aus diesem Projekt der Regierung ein Projekt aller Menschen machen, an dem wir gemeinsam arbeiten, das wir gemeinsam gestalten und mit dem wir uns dann auch gemeinsam identifizieren können. Wir müssen daran arbeiten, uns dafür einsetzen, die Idee Europa mit Leben zu füllen. Denn die Gegner Europas sollen keine Chance haben, ihre völkischen Bestrebungen, Nationalstaaterei irgendwo voranzukommen. Rechte Strömungen sind in den letzten Jahren in Europa überall am Erstarken. Ob in Holland, in Finnland, in Frankreich oder auch in Deutschland. Wie etwa das rassistische Verhalten des Senats in Hamburg oder der Protest gegen die Geflüchteten in Schneeberg zeigen. Während die Hamburger SPD-Regierung geflüchteten Menschen die Menschlichkeit verweigert, wirft der SPD-Staatsminister für Europa der CSU vor, sie habe Europa nicht verstanden. Das ist durchaus richtig, aber das zeigt umso mehr im Gesamten, die SPD hat es auch nicht verstanden. Die CSU hetzt auf dem Rücken der Ärmsten der Gesellschaft, aber das gilt hier, wie der Senat von Hamburg zeigt, genauso für die SPD. Sie haben nicht verstanden, dass Europa kein Projekt gewalttätiger, unmenschlicher Abschottung ist, sondern ein Projekt des Friedens, ein Projekt der Menschlichkeit und des Zusammenwachsens. Danke. Sie schützt mit ihrer Haltung genau diese antieuropäischen Kräfte, die sie eigentlich bekämpfen sollte. Die SPD sollte sich schämen. Wir dürfen diesen antieuropäischen Strömungen keinen Platz geben, keinen Fußbreit Raum lassen für ihren Hass. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie dieses erfolgreiche Projekt des Friedens und des Zusammenlebens gefährden. Daher muss der Rahmen, in dem wir politisch denken, immer mindestens Europa sein. Nationale Kleinstaaterei und nationale Befindlichkeiten müssen wir hinter uns lassen, wenn wir diese großartige Idee mit Leben füllen wollen. Europa ist aber nicht von allein Europa. Es ist eine Idee und ein Projekt und es liegt an uns, diese Idee mit Leben zu füllen. Die Krise hat in Europa vor allem eines gezeigt. Wir kommen in Europa nur voran, wenn wir gemeinsam miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Wir brauchen endlich europäische Sozialsysteme, denn Solidarität darf nicht an den Landesgrenzen Halt machen. Jugendarbeitslosigkeit, wie zum Beispiel in Spanien, ist kein spanisches, sondern ein europäisches Problem. Und als solches müssen wir auch gesamteuropäische Lösungen dafür entwickeln. Aktuell leidet die europäische Politik noch am nationalen Horizont vieler Politikerinnen und Politiker. Der Punkt, an dem dann wieder an Europa gedacht wird, ist der Punkt, wenn etwas national nicht durchsetzbar ist. Dann kommt wieder schnell die Ausrede, aber Brüssel hat das gesagt und der Umweg über Brüssel wird versucht. Dann kommen vermeintliche Sachzwänge. Sei es bei der Vorratsdatenspeicherung, sei es bei Netzsperren oder Netzneutralität. Der Weg wird immer versucht. Natürlich brauchen wir eine europäische Lösung für diese Themen. Aber doch nicht nur, weil dort viel weniger Öffentlichkeit ist, die den Institutionen auf die Finger guckt, als in den einzelnen Staaten. Wir brauchen eine abgestimmte europäische Innenpolitik. Denn das ist es, was Europa ausmacht. Typische innenpolitische Felder. Wir brauchen auf europäischer Ebene eine gesetzlich verankerte Netzneutralität. Wir brauchen auf europäischer Ebene einen wirksamen Datenschutz. Wir brauchen auf europäischer Ebene ein klares Bekenntnis zur Freiheit und gegen Vorratsdatenspeicherung. Applaus
Wir brauchen auf europäischer Ebene eine Abschaffung der Geheimdienste und der staatlichen Überwachung, sowohl im Inneren als auch nach außen, wie zum Beispiel an den Grenzen, Eurosur. Das muss weg. Wir brauchen auf europäischer Ebene ein einheitliches und modernes Urheberrecht. Ganz viele unserer Herzensthemen, ganz viele der Themen, die als Kernthemen bekannt sind, lassen sich auf europäischer Ebene durchsetzen. Aber es sind nicht nur die Kernthemen. Hier müssen wir zeigen, dass Europa nicht das ferne Brüssel ist, sondern ein Projekt, in dem wir alle mit drinstecken und das alle uns alle betrifft und uns alle interessieren sollte. Unser Selbstverständnis als Europäerinnen und Europäer muss für uns auch heißen, europäische Bürgerinnen und Bürger zu begreifen. Europapolitik ist keine Außenpolitik. Europapolitik durchdringt alle Politikbereiche und alle Politikbereiche durchdringen Europa. Auch gerade deswegen brauchen wir eine Stärkung des Europäischen Parlaments. Als unsere direkt gewählte Vertretung brauchen wir ein Initiativrecht für das Parlament. Wir brauchen ein Verfassungskonvent, das die europäische Demokratie stabilisiert und so eine gelebte Demokratie für uns möglich macht, stärker möglich macht und für eine stärkere Legitimation sorgt. Und es ist keine der anderen Parteien, die in diese Richtung glaubwürdig vertritt. Die Erfahrung, wie es sich anfühlt, eine Welt ohne nationale Grenzen zu haben, durften und dürfen wir im Internet täglich erleben. Was wir an Grenzenlosigkeit im Internet erleben dürfen, ist das genaue Gegenteil davon, was die Regierungen, mit denen anderer Staaten Abkommen ausgemacht werden, diese schöne Abkürzung wie ACTA, TTIP oder TAFTA haben. Wir brauchen hier eine echte Beteiligung von Menschen, die betroffen sein werden. Eine Beteiligung ist nicht nur ein Buzzword, Politik muss sie auch umsetzen, denn sie schafft Nähe, sie schafft Akzeptanz. Sie ist ein Mittel gegen demokratische Defizite, unter denen die EU heute noch leidet. Demokratische Beteiligung, Offenheit und Vertrauen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, gegenüber anderen Staaten innerhalb der Europäischen Union. Das sind es die Ideen, die europäische Ideen füllen, konkretisieren und die wir stärken sollten. Dass viele Menschen sich nicht mit der Europäischen Union identifizieren, liegt auch mit daran, dass die Grenzen in den Köpfen noch stark existieren. Unser Ex-Innenminister Friedrich hatte nichts Besseres zu tun, als das Schengen-Abkommen wieder mit Ausnahmen zu füllen, die es Staaten wieder erlauben, ihre Grenzen zuzumachen. Das ist so ein Schritt in die komplett falsche Richtung. Es ist ein Schritt, der trieft vor rassistischer Hetze und Nationalismus. Lasst uns zeigen, dass wir die Idee eines grenzenlosen Europa mit Leben füllen können. Wählt eine tolle Liste und rockt die Europawahl.